Moin moin an alle LS22 Freunde und willkommen zu der Long Long Form. Zu Part 8 der fünften Staffel. Ja, gestern ging die Folge ein bisschen kurz. Ich weiß. Hatte ich mir dann auch ein bisschen Gedanken gemacht wegen dem Umzug vom Hof. Und wir werden den trotzdem jetzt durchziehen, auch wenn wir den einen, das eine nicht verkaufen können, wo wir drauf sind. Aber ich habe mir da auch schon ein paar gute Ideen einfallen lassen. So ist es nicht. Und auf jeden Fall haben wir jetzt dann gleich noch was zu tun. So. Das Loch machen wir jetzt zu jetzt. Nee. Doch. Wenn wir das mal eben heben. Thank you.
Auf jeden Fall bauen wir mal eben hier einen Tierstall hin. So, der Helfer lässt das mal eben hier fahren. So. Das sieht gar nicht gut aus hier. Thank you.
Genau. Das haben wir dann auch erledigt. Boah, 360. So. Den brauchen wir jetzt einmal. So, dann fahren wir mal eben auf Feld 50.
Auf jeden Fall machen wir eben jetzt hier das Feld.
Auf jeden Fall machen wir jetzt eben hier das Feld fertig. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier gut dabei. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier doch
Nicht gut zu tun. So. So, dann fahren wir jetzt zum anderen Hof. Und dann passt das schon.
Auf jeden Fall fahren wir jetzt auf den neuen Hof. Wir müssen dann sowieso noch die ganzen Sachen umräumen. So. Ach, guck mal, hier ist direkt eine Werkstatt mit drinne. Dann passt das ja.
Es ist schon ziemlich dunkel. So, ab in den Baumodus. So. Einmal schlafen.
So, da ist Helfer B. So. Da kommt der John Deere vorne. Aber das fängt ganz schön an zu haken an. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Thank you.
Was kommt denn eigentlich heute Abend im Fernsehen? Da kommt mal wieder nix, nur Quatsch im Fernsehen. So. Da müsste gleich der Helfer von vorne kommen.
So. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier erstmal die Sachen zurück zum unserem Haupthof zu fahren. La 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 la.
So, da bringen wir mal das Schneidewerkzeug zum neuen Hof. Jetzt können wir ja rundum leuchten auslassen. Muss ich mal gucken, ob wir hier wenden können. So, dann fahren wir mal hinter den John Deere 6250R hinterher. Kann das sein, dass er besoffen fährt?
So. Hui. Ja, dann muss ich den John Deere holen. Also die Erntemaschine. So. Wie fährt er denn?
So, ich sag mal, bis später.